Ja, ganz genau. Vielen Dank, lieber Stefan. Also, falls Sie bis jetzt in dem Glauben waren, dass unser Institut so aussieht wie die Kulisse hinter Stefan Keim, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Es hat den nüchternen Charme eines Gebäudes, das allerdings auch eben einen historischen Stellenwert hat, nämlich des Städtischen Kaufhauses in Leipzig. Ich freue mich sehr, hier physisch vor Ort sein zu können, gemeinsam mit Axel Körner, mit 6, 7 Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, von Studierenden bis zu Historiker und MusikwissenschaftlerInnen. Und ich möchte jetzt ohne lange Präliminarien einfach nur noch ein paar Stichdaten zu Axel Körner Ihnen geben, um Sie da noch ein bisschen stärker einzunorden. Also wie Stefan Keim schon gesagt hat, ist Axel Körner Leibniz-Gastprofessor in Leipzig. Er ist, obwohl ersichtlich Deutscher, in England tätig, nämlich am University College London. Dort hat er das UCL Center for Transnational History gegründet 2008 und wurde dann auch dort 2012 auf die Professur für Geschichte der Neuzeit berufen. Axel Körners Spezialität ist die transnationale intellektuelle und Kulturgeschichte, Intellectual and Cultural History. Er hat in Berlin studiert zunächst, an der TU und an der FU. Er hat neben Geschichtswissenschaften sich auch in der Musikwissenschaft umgetan. Schon von daher ist er quasi quasi Interdisziplinarität in Person. Und dann hat er aber seine Maîtrise in Lyon gemacht und in Florenz hat er auch noch studiert. Also auch das Transnationale war sozusagen in seiner intellektuellen Biografie früh angelegt. Axel Körner beschäftigt sich vor allem mit kulturellen und intellektuellen Aspekten, Geschichtsaspekten Europas im Zeitraum von zwischen etwa 1750 und 2000 mit einem Schwerpunkt auf dem süd- und westeuropäischen Raum. Und ich darf Ihnen ganz kurz seine drei großen Monographien vorstellen. Zunächst die Dissertation, die mich persönlich ganz besonders interessiert, mit dem Titel Das Lied von einer anderen Welt, kulturelle Praxis im französischen und deutschen Arbeitermilieu 1840 bis 1890. Ein sehr spannendes Thema, das eben auch musikgeschichtliche Bezüge hat. Erschien 1997 im Campus Verlag und dann eben zwei Publikationen bereits auf Englisch, Politics of Culture in Liberal Italy, From Unification to Fascism, Routledge 2008, und America in Italy, The United States in the Political Thought and Imagination of the Risorgimento, 1763 bis 1865, bei der Princeton University Press 2017 erschienen. And now, without further ado, darf ich Ihnen Axel Körner und seinen Vortrag über die transnationale Oper ganz herzlich ans Herz legen und erteile ihm das Wort. Vielen Dank. Lieber Herr Fuhrmann, liebe Kollegen, herzlichen Dank für die freundliche Einleitung, auch für die Einführung hier zu meiner akademischen Vita. Und es ist mir natürlich eine besondere Ehre, hier bei Ihnen die Riemann-Vorlesung halten zu dürfen. Ich glaube, das ist manchmal für Musikwissenschaftler auch eine Zumutung, wenn sich die Historiker zu ihrem Fach äußern. Das kann ausgesprochen schwierig manchmal vorgehen. Ich habe das in der Leipziger Antrittsvorlesung schon ein bisschen erläutert, wie das eben so ist, wenn sich meine Fachkolleginnen zu Musik äußern, ohne meinen zu müssen, sich in kritische Editionen, die sie als Musikwissenschaftlerinnen erstellt haben, einzulesen und so weiter und so fort und auch die musikwissenschaftlichen Periodika nicht kennen. Ich habe selber immer versucht, das ein bisschen besser zu machen, also wirklich die Balance zu halten zwischen den beiden Disziplinen. Und für mich war es eigentlich als Intellectual Historian und Kulturhistoriker immer wichtig, wirklich die Musik
als Forschungsobjekt ernst zu nehmen und mich intensiv damit zu beschäftigen. Und aus diesem Zusammenhang, auch aus dem Zusammenhang der Diskussion an meinem Londoner Institut, das ich hiermit herzlich grüße, ist eben diese Idee entstanden über die Musik des 19. Jahrhunderts und auch insbesondere über die Oper des 19. Jahrhunderts, nicht immer nur im Zusammenhang mit der Idee von Nationaloper und Nationalstaatlichkeit nachzudenken. So, ich glaube, die PowerPoint steht, ja, dann können wir die so benutzen. Meine Vorlesung möchte ich mit einer Oper beginnen, von der vermutlich einige von Ihnen noch nie gehört haben, obwohl Ihnen die Musik bekannt vorkommen wird und sich das Werk im 19. Jahrhundert, insbesondere in Zentraleuropa, auch großer Beliebtheit erfreute und dort als tschechische Nationaloper gefeiert wurde und in den 1860er Jahren vor allem von Smetana häufig dirigiert wurde. Der Titel dieses Werkes lautet Čaro Strelec und es geht um die vertrackte Liebesgeschichte zwischen Liborin und Lidunka. Von Ihnen werden schnell erkannt haben, dass es sich hier um Karl Maria von Webers Freischütz handelt, jedoch in einer tschechischen Version, die erstmals 1824 in Prag aufgeführt wurde. Neben Čaro Strelec war das Werk in seiner Übersetzung durch Stepjanek auch als Strelec Kauzetnik bekannt, was weniger elegant klang, aber ebenfalls so viel wie Zauberschütze bedeutet. Das Wesentliche hier ist nicht die Übersetzung als solche. Selbstverständlich kennen wir die von der Musikwissenschaft gut erforschte Tradition der Übersetzung von Opern, was im Fall von Čaro Strelec den Unterschied zur herkömmlichen Übersetzung eines Librettos in eine andere Gebrauchssprache ausmacht, liegt in der daraus folgenden Appropriation als tschechische Nationaloper, also in der Rezeption und der gesellschaftlichen Funktion, die dem Werk in der übersetzten Version zukam. Als tschechische Nationaloper verstanden, berief sich Čaro Strelec darauf, dass die dem Libretto zugrunde liegende Sage auf tschechischen Quellen beruhte und in Böhmen spielte, eng verbunden mit den Ursprungsmythen der tschechischen Nation, die seit dem 18. Jahrhundert ihre Renaissance erlebten. Zugleich untergräbt jedoch die Funktion des Čaro Strelec als tschechischer Nationaloper die Idee des Freischütz als einer deutschen Nationaloper und damit auch das diesem Konzept zugrunde liegende ideologische Programm. Konnte eine deutsche Nationaloper gleichzeitig eine tschechische Nationaloper sein? Das Verständnis von Webers Freischütz als einer deutschen Nationaloper wird in der Musikwissenschaft schon länger kritisch hinterfragt, zuletzt in Caroline Krahns Arbeiten zu Johann Friedrich Rochlitz, in denen sie auf Quellen verweist, die zeigen, wie offen Weber gegenüber verschiedenen musikalischen Traditionen war und gerade das Vermögen, in verschiedenen musikalischen Idiomen zu schreiben, als Qualität verstand. So beispielsweise bei Meyerbeer. Im häufig so verbittert erscheinenden Zeitalter des Nationalismus deutet diese Position Webers aber auch das Beispiel der tschechischen Appropriation des Freischütz auf einen erstaunlich ungezwungenen Umgang mit dem vermeintlichen Kern nationaler Kulturen hin und sieht beinahe so aus wie eine Banalisierung nationaler Ideologie. Was den tschechischen Übersetzern deutscher, italienischer und französischer Libretti in den 1820er Jahren wichtig erschien, war das Signal, dass man als literarische Bewegung Teil einer europäischen Kultur war, aber auch der Beweis, dass die tschechische Sprache für das europäische Musiktheater tauglich war. Letzteres
war teilweise eine nahezu sprachwissenschaftlich-technische Debatte unter Philologen, darunter auch viele Deutsche, die sich für die Wiederbelebung der tschechischen Sprache begeisterten. In langen Traktaten äußerten sie sich darin zum Verhältnis zwischen Zeitmaß und Betonung, zum Problem der im Tschechischen wirklich unsäglichen Kombination von Konsonanten oder dem ungewohnten Klang der tschechischen Vokale und wie sich diese auf die Bearbeitung deutscher, italienischer oder französischer Musik auswirke. Natürlich war es wichtig, tschechische Werke auf die Bühne zu bringen. Aber wenn František Štroups Drátenik, der Raspelbinder von 1826, sowohl sprachlich als auch musikalisch als eher misslungen empfunden wurde, ließen sich solche Experimente eben besser auf der Grundlage übersetzter Opern von Méhul, Rossini oder eben Weber praktizieren. Nicht nur auf dem Gebiet des Musiktheaters wurden in den frühen Jahren der tschechischen Nationalbewegung zahlreiche Werke übersetzt. Die bemerkenswerte Entwicklung des tschechischen Theaters im 19. Jahrhundert berief sich immer wieder auf deutsche Vorlagen. So gelangten beispielsweise in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über 20 Stücke August von Kotzebues regelmäßig in tschechischer Sprache zur Aufführung. Bereits der in den Ländern der böhmischen Krone hochverehrte Josef II. Hatte die tschechische Bühnensprache gefördert, weshalb während seiner kurzen Regierungszeit über 300 Stücke in tschechischer Sprache nachgewiesen sind, viele davon in Übersetzungen. Die Bedeutung deutscher Dramatiker und Komponisten für die Entwicklung einer tschechischen Bühnenkultur spricht nicht nur für einen eher ungezwungenen Umgang mit der Sprache und Kultur, der erst viel später zum angeblichen Erbfeind stilisierten Deutschböhmen. Im Fall des 1820 von dem nationaldemokratischen Fanatiker Ludwig Sand ermordeten Kotzebue sind die tschechischen Übersetzungen auch eine Referenz an das österreichische Kaisertum und seine supranationale Staatsidee, die immerhin dem Kopf der tschechischen Nationalbewegung, dem Historiker František Palacký, so teuer war, dass er 1848 in Reaktion auf die territorialexpansiven Ambitionen der nationaldemokratischen Paulskirchler verkündete, dass man den multinationalen österreichischen Kaiserstaat erfinden müsse, und zwar im Interesse der Menschheit, wenn es diesen nicht schon gäbe. Palacký selbst hatte sich in den 1820er Jahren immer wieder auch zur Übersetzung von Opernlibretti geäußert, hier vor allem zu tschechischen Versionen von Mozarts Opern. Um diese Zusammenhänge mit Bezug auf den österreichischen Kaiserstaat zu erklären, erlauben Sie mir bitte kurz auf das Wesen der frühen tschechischen Nationalbewegung einzugehen. Die Habsburger regierten die Länder der böhmischen Krone seit dem 16. Jahrhundert, also das eigentliche Königreich Böhmen, die Markgrafschaft Mähren und das Herzogtum Schlesien, inklusive des kleinen Stücks Lands, das die Habsburger dann vor den schlesischen Raubzügen Friedrich II. Zu schützen vermochten. Diese Territorien wurden als die böhmischen oder tschechischen Länder bezeichnet, worin sich widerspiegelt, dass es im Tschechischen kein separates Wort für Böhmen gibt. Der böhmischen Krone, der Wenzelskrone, verdankten die Habsburger ihren Sitz im Wahlgremium des Heiligen Römischen Reichs, dem es wiederum die Kaiserkrone schuldete. 1806 löste sich das Heilige Römische Reich unter dem Druck Napoleons auf, was aber auch die Konsequenz vor allem der preußischen Untergrabung der alten Reichsverfassung war. Böhmen gehörte jedoch weiterhin zum neuen, 1804 entstandenen Kaisertum Österreich, das sich im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich nicht als Nationalmonarchie verstand, sondern ein supranationales Staatsverständnis vertrat, das so den verschiedenen Nationalitäten Zentraleuropas ein verfassungsmäßiges Gefüge gab. Die Mehrheit der Böhmen sprach Tschechisch, doch gab es eine große, über die Länder der Krone verteilte deutschsprachige und mehrere polnische und slowakische Minderheiten sowie Gruppen, die verschiedene slawische Mischdialekte sprachen. Diese Sprachfamilien verteilten sich über urbane wie ländliche Räume im gesamten Königreich und lebten so nur selten in kompakten Sprachgemeinschaften. Daher ist auch das Konzept des Sudetendeutschen zur Bezeichnung der Deutschböhmen eine weitgehend ahistorische und problematische Erfindung des 20. Jahrhunderts. Die neuere Historiografie zur Habsburger Monarchie beschreibt die Sprachgrenzen weitgehend als hybrid und lange Zeit eher durchlässig.
Keineswegs repräsentierte die deutschsprachige Minderheit die Elite des Königsreichs. Mehrsprachigkeit war weit verbreitet unter den gebildeten Schichten, aber auch unter Handwerkern und Teilen des Kleinbürgertums. Auch das machte exklusive Konzepte einer sprachlich-ethnischen Definition wenig probat, weshalb sich in Böhmen das Konzept der Nation noch lange bis in das 19. Jahrhundert hinein nicht auf eine der zwei Hauptsprachgemeinschaften bezog, sondern auf das multinationale Königreich als solches. Bereits seit dem 18. Jahrhundert wurde Tschechisch als Literatur- und Wissenschaftssprache wiederentdeckt, was auch Folge der Bestrebungen aufgeklärter Deutschböhmen war, welche die tschechische Sprache mit den mythischen Ursprüngen ihres Königreichs verbanden und diese dazu nutzten, ihre Eigenständigkeit gegenüber Einmischungen aus Wien zu unterstreichen. Die Wiederentdeckung der tschechischen Sprache fand zudem Unterstützung durch die Schulreformen Maria Theresias, die zur Folge hatten, dass die Alphabetisierung Böhmens im europäischen Vergleich schnell Spitzenpositionen einnahm und unter den Tschechen sogar noch höher lag als unter den Deutschböhmen, was nicht zuletzt die sehr hohe Anzahl tschechischer Universitätsabsolventen bäuerlichen Ursprungs erklärt. Auf dem Gebiet der Kirchenmusik gehörte Erzherzog Rudolf während seiner Zeit als Erzbischof in Olmütz zu den Förderern der tschechischen Sprache. In seinen Studien mit Beethoven zeigte er zudem Interesse am tschechischen Volkslied, das er in Tonsatzübungen bearbeitete und variierte. Diese Hintergrundinformationen helfen uns zu beurteilen, was Webers Freischütz, verstanden als tschechische Nationaloper mit Lidunka im Gewande Agathens, im Rahmen meiner Kritik des Konzepts Nationaloper bedeutet. Die tschechische Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts passt insgesamt kaum in die verbreiteten Schemata der modernen Nationalismusforschung. Sie setzte sich nämlich gerade nicht zum Ziel, einen unabhängigen Nationalstaat zu begründen oder während der Revolution von 1848 wie die Ungarn das Habsburgerreich zu sprengen. Hierin entspricht die tschechische Nationalbewegung den Bestrebungen der meisten Nationen des Vielvölkerstaats um 1848, vor allem den slawischen, aber auch den rumänischen Minderheiten in der ungarischen Reichshälfte der Monarchie, die in der Institution des Kaiserstaats vor allem Schutz vor dem aggressiven Nationalismus der Magyaren sahen, die ihre kulturelle Eigenständigkeit in einem ungarischen Nationalstaat auszulöschen trachtete. Dahingegen verstanden sich die Tschechen als Teil eines historisch bedingt multinationalen Königreichs Böhmen, das im neuen österreichischen Kaiserstaat gerade deshalb eine politische und kulturelle Heimat fand, weil dieser auf einer supranationalen und nach 1848 dann multinationalen Staatsidee beruhte. In diesem politischen Rahmen dient mir der tschechische Freischütz als Aufhänger, um die Idee und das Konzept von Nationaloper kritisch zu hinterfragen. Auf den Freischütz werde ich erst zum Ende meiner Vorlesung wieder zurückkommen, dann als ein Beispiel von Oper als transnationaler Erfahrung. Und nach diesem Fallbeispiel und dem historischen Rahmen dazu komme ich jetzt zum theoretischen Kern meiner Vorlesung. Die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts hat die Entstehung der Nationalstaaten als einen natürlichen, universellen und damit unvermeidlichen Schritt in der Entwicklung der Menschheit betrachtet. Der spezifischen Zeitlichkeit dieser Entwicklung haben die Fürsprecher dieser Sichtweise besondere Bedeutung zugemessen, wodurch der Nationalstaat modern, andere Formen von Staatlichkeit hingegen als Barrieren gegen den Fortschritt erkannt wurden. Nationale Kategorien verwendet leider auch die Musikgeschichte allzu häufig, wenn sie Komponisten oder ihre Werke beschreibt und historisch einordnet. Die Geschichte als Konstruktion unserer Gedankenwelt bemächtigt sich hier der musikalischen Vergangenheit und gestaltet sie entsprechend ihrer eigenen politischen und ideologischen Prämissen. Häufig geschieht dies beinahe unbewusst, wobei als selbstverständlich angesehen wird, was wir hier hingegen kritisch reflektieren sollten. Der gleiche Vorgang kann aber auch Teil eines expliziten Vorhabens sein, durch solche Gedankengänge die Nation erst zu konstruieren. Die Folge solcher Konstruktionen ist, dass wir die musikalische Vergangenheit in eine teleologisch vorherbestimmte Gegenwart hinein manipulieren.
Ähnlich der Literatur oder der Kunstgeschichte wird hier die Musikgeschichte zum Opfer der gleichen nationalen Teleologien, die auch ganz allgemein die europäische Vergangenheit des 19. Jahrhunderts verfälschen. In dieser Sichtweise erscheint die Entstehung von Nationalstaatlichkeit als das unvermeidliche Ergebnis eines historischen Prozesses, dem sich die gesamte Vergangenheit, auch Kunst, Musik und Oper, unterzuordnen hat. Um die verfälschte Logik dieses Arguments zu untermauern, werden Formen von Staatlichkeit, die sich diesem Prozess widersetzen, große Imperien wie die Habsburger Monarchie, das Osmanische Reich oder auch Russland und China, als Hindernisse auf dem Weg in die politische Moderne dargestellt, bis sie aus ihrer verfehlten Zeitlichkeit erlöst werden. Bekanntlich bemühten Marx und Engels für die Habsburger Monarchie immer wieder den Vergleich mit China, das sich durch seine Mauer gegen den Fortschritt verbarrikadierte, dabei verleugnend, dass gerade China über Jahrhunderte die größte Exportnation der Welt war. Das Resultat einer solchen Geschichtsphilosophie ist eine Vergangenheit, die sich reduziert auf nationale Formen historischer Entwicklung, die der anderen politische, soziale und kulturelle Kategorien keinen Platz finden. Das wiederum bestimmt nicht nur, wie wir Formen von Staatlichkeit und die darin agierenden Menschen sehen, sondern auch, wie wir ihre Kulturschöpfungen erklären. Bezogen auf die neuere Operngeschichte stellt sich hier die Frage, wie wir Werke von Komponisten wie Simon Mayr, Peter von Winter, Johann Adalbert Gierowetz, Adolf Hasse, Josef Weigel, ja selbst die Opern Glucks oder des katholischen Johann Christian Bachs einzuordnen haben. Komponisten, die selbst keine italienischen Wurzeln hatten, aber in erster Linie für die italienische Bühne oder im italienischen Stil schrieben. Und was bedeutet es in diesem Zusammenhang, dass Metastasio 1718 Hofdichter der Habsburger wurde? Für Wien war es eine Referenz an das klassisch-humanistische Erbe, in dem Nationalität keine Rolle spielte, was sich auch Jahrzehnte später noch gut mit der supranationalen neuen Staatsidee der Habsburger Monarchie vereinbaren ließ. Trotzdem orientierten sich die ersten Libretti, die im späten 18. Jahrhundert als Begründung einer deutschen Nationaloper gefeiert wurden, gerade am Modell Metastasios. Auch noch Meyerbeers frühe italienische Opern, so die Emma di Resburgo von 1819, erlebten in Venedig und Mailand, aber auch an anderen italienischen Theatern triumphale Erfolge, während sie in deutschen Landen auf ein eher verhaltenes Echo stießen. Dies jedoch gerade zu der Zeit, als sich das deutsche Opernpublikum bereits im sogenannten Rosinenfieber befand, wobei man jedoch die Nachahmer Rossinis häufig kritisierte. Auf Italien bezogen bedeutet dies, dass die Deutschen jetzt vielleicht sogar mehr von musikalischer Italianità verstanden als manche der heimischen Originale. Ungefähr zur gleichen Zeit feierte Donizetti seine größten Erfolge in Paris und Wien, wo Ferdinand I. ihn zum Hofkomponisten machte, zu einer Zeit, in der Metternich die Förderung der italienischen Oper eben nicht als Nationalkultur, sondern als Zeichen des kosmopolitischen, supranationalen Staatsverständnisses des Kaiserstaats betrieb. Dieses Verständnis der italienischen Oper war weder neu, noch war es eine Spezialität Wiens, wenn wir beispielsweise an die Stellung eines Lucchesi am Hof des Kölner Kurfürsten denken, wo bis in die 1770er Jahre in erster Linie italienische Opern gegeben wurden, bevor der Habsburger Maximilian Friedrich aus Wien die Vorliebe für Haydn und Mozart mitbrachte. Dass Mozarts Opern in deutschen Landen nach dem Tod des Komponisten überhaupt eine Rolle spielten, war vor allem einer italienischen Operntruppe zu verdanken, die von Prag aus die Städte Sachsens jenseits der böhmischen Grenze mit Mozarts Werken beglückte, zu einer Zeit, als es weitgehend unüblich war, Werke verstorbener Komponisten aufzuführen. Lesen wir dies nun als ein Beispiel italienischen, böhmischen oder österreichischen Kulturtransfers. Vielleicht in materieller Hinsicht, doch darüber hinausgehend galt die Oper seit ihren Ursprüngen im 17. Jahrhundert und wie auch zu Lebzeiten des oben genannten Metastasios als Versuch einer Neuschöpfung des Dramas der Antike.
entsprechend den Idealen der Renaissance und des Humanismus, worin sich Europas klassisches Erbe begründete. Dieses Erbe sprach somit für eine supranationale Idee von Oper, die gerade die Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert als Widerhall der österreichischen Staatsidee deuten konnte und die auch durch die neue nationale Ideologien nicht einfach aus der Welt zu schaffen war. Diese historischen Bezüge und ihr Fortleben im 19. Jahrhundert fordern unser Denken in nationalen Kategorien heraus. Die Geschichte der Oper bietet uns unzählige Beispiele dessen, was wir im Englischen Entangled oder Transnational Histories nennen, die der Logik einer nationalstaatlichen Historiografie und nationalstaatlichen Lektüre von Oper widersprechen. Dies ist vor allem der Fall, wenn wir die Verbindung zwischen italienischen, deutschen und österreichischem Musikleben untersuchen oder die Rolle der Musik in Vielvölkerstaaten wie der Habsburger Monarchie oder Russland in Betracht nehmen. Doch auch die Globalisierung der italienischen Oper im 19. Jahrhundert steht für die Rolle nicht nur des Kulturtransfers über nationale Grenzen hinweg, sondern für Oper als transnationale Erfahrung, womit ich über die Entangled Histories hinausgehen möchte. Wie die Arbeiten Ben Waltons gezeigt haben, erhielt die Globalisierung der italienischen Oper einen wesentlichen Impuls, als eine italienische Operntruppe unter ihrem preußischen Direktor in den 1820er Jahren das toskanische Livorno verließ, um von dort Rossinis Opern nach Lateinamerika zu exportieren. Einer spanisch-imperialen Tradition folgend wurden diese Werke bald auch in spanischer Übersetzung produziert, wobei immer mehr Sängerinnen spanischer oder in der Tat multinationaler Herkunft zum Einsatz kamen. Sie vertraten ihre eigenen stilistischen, häufig spanisch angehauchten Traditionen. Und entsprechende musikalische Produktionsbedingungen stellen die Idee der Globalisierung einer speziellen, auf die italienische Operntradition bezogenen Italianità in Frage. Nicht nur vollkommen neue Opernhäuser entstanden jenseits des Atlantiks, auch die Mobilität des Repertoires und der Musikalien, der Impresari, einzelner Sängerinnen oder ganzer Truppen ließen innerhalb weniger Jahrzehnte eine weitgehend globalisierte Opernindustrie entstehen, die sich weiterhin auf Ideen einer imaginären Italianità berief, aber mit Oper, wie man sie in Italien selbst kannte, immer weniger gemein hatten. Rossini selbst sah man in polemisch geführten Debatten weiterhin auch in Italien als Inkarnation eines italienischen Verständnisses von Oper. Gleichzeitig wurde er aber wegen seiner Anlehnung an mozartsche und heidensche Traditionen auch als Tedeschino verunglimpft. Seine wachsende Popularität brachte Rossini von den Ursprüngen in den päpstlichen Legationen zunächst ins habsburgische Venedig, dann in das Neapel der Bourbonen, bevor er schließlich in Wien und dann in Paris mit seinem angestammten Stil in vieler Hinsicht brach, was seine frühen Bewunderer wie Stendhal bedauerten. Sein langfristiger Erfolg hat somit vermutlich weniger mit Italianità zu tun als mit Music in the Present Tense, wie Emanuele Senici sein wunderbares neues Buch über Rossini nennt, darin Ideen aufgreifen, die auch zu Ben Waltons Thesen der in Paris empfundenen Modernität von Rossinis Musik passen. Senicis Buch konzentriert sich auf Rossini in Italien, doch ein Werk wie Zelmira 1822 schien für das Opernpublikum der Uraufführung in Neapel kaum akzeptabel. Tatsächlich schrieb Rossini das Werk bereits für den bevorstehenden Besuch in Wien und brach dafür mit italienischen Konventionen, was für seinen Biografen Stendhal den Abschied von seinem bisherigen Erfolgsrezept bedeutete, ja, einen ganz anderen Rossini hervorbrachte, als wir ihn bis dahin kannten. Dafür stand in Zelmira die Rolle des Illo, für seinen Tenor Giovanni David geschrieben, der einen neuen Stil prägte, der traditionellen Logenbesitzern in Italien befremdlich vorkommen musste. Kein geringerer als der bereits zitierte österreichische Staatskanzler Clemens von Metternich hat das erkannt. Zur Generalprobe der Zelmira notierte er: Alles ist darin gut, die Musik und die Sänger, und David ist der erste Sänger seiner Art. Und weiter:
Eine schöne Tenorstimme mit einer Tiefe und einer Höhe, dass man denken könnte, er sei einerseits der Inbegriff von Männlichkeit und andererseits gar nichts. Er nimmt ohne Anstrengung das hohe C mit der Bruststimme und geht mit Leichtigkeit herunter bis in die Untiefen der Brust. Diese Methode ist unvergleichlich und sein Spiel ist ein vollkommenes. Mit einem Worte, er lässt nichts zu wünschen übrig. Und es gibt wenige Sachen in dieser Welt, die ich mir so zu beurteilen zutraue. So spricht der Staatsmann Metternich, der seinen eigenen musikalischen Instinkten mehr traute als dem politischen Intriganten bei Hof, den teilweise Rossini auch zu modern war. Als weitgereister Minister kannte sich Metternich mit Rossini tatsächlich gut aus, hatte zahlreiche seiner Opern in Neapel gehört. Das hohe C mit der Bruststimme zu singen war neu und forderte nicht nur musikalische Geschlechterkonventionen heraus, sondern auch Ideen von Italianità. Die Rolle des neuen heroischen Tenors war Rossinis Antwort auf die Verdrängung der Castrati aus der Opera Seria. Metternich stellte sich mit seiner Begeisterung nicht nur gegen die Vorstellung vieler seiner Kritiker, sondern auch auf die Seiten des Wiener Publikums, dem es nach Neuem dürstete, was man durchaus mit einem semantischen Wandel historischer Zeitlichkeit im Sinne Reinhard Koselleks erklären kann. Rossini kam nach Wien, um dort einen Bruch mit überkommener italienischer Opernkonvention zu inszenieren und wurde trotzdem als Vertreter gerade dieser Tradition gefeiert. Und während sich die deutschsprachige Presse Tiraden gegen die italienische Oper hingab, ließ ausgerechnet Beethoven seinen Lieblingsschüler, den Erzherzog Rudolf, Variationen auf ein Thema aus Rossinis Zelmira schreiben. Nicht nur diese erzherzoglichen Hausaufgaben untergraben die Idee des angeblichen Gegensatzes zwischen deutscher und italienischer Musik. Auch die spätere Debatte über den angeblichen Stildualismus, der zufolge das Deutsche für das Werk, das Italienische hingegen lediglich für die Performance stehe, wird durch die Zelmira-Variation des Erzherzogs ad absurdum getrieben. Wenn nämlich in den Variationen des Erzherzogs Rossini das Thema und somit den Text vorgibt, auf die dann der Beethoven-Schüler variiert oder gewissermaßen performiert. Thema und die Überleitung zur Variation des Erzherzogs. Beethovens Schüler variiert den Text. Der Kritik zu trotz brachte die österreichische Hauptstadt mehr Rossini-Opern auf die Bühne und mit wesentlich längeren Laufzeiten als jede italienische Stadt zu Lebzeiten des Komponisten. Wie ein Held wurde er 1822 gefeiert, mehr als was London und Paris ihm würden bieten können. 10 seiner Opern waren allein 1822 während seines 4-monatigen Aufenthalts in der Kaiserstadt an insgesamt 62 Abenden zu hören, also eine Rossini-Oper jeden zweiten Tag. Das Kärntner-Tor-Theater, zu der Zeit das Kaiserliche Opernhaus, brachte es auf das Jahr hochgerechnet auf insgesamt 96 Abende Rossini. Und noch ein Wort zu Zelmira. Für Richard Osborne handelt es sich einfach um eine misslungene Oper mit einem schrecklichen Libretto. Ich muss gestehen, so richtig habe ich das Libretto selbst auch nie verstanden. Doch wie historisch relevant ist ein solches Urteil, wenn seinerzeit die Menschen regelrecht verrückt nach dem Werk waren, bis selbst die Gassenjungen es auf den Plätzen pfiffen.
Rossini wurde gleichzeitig zur Staatsmusik des supranationalen Kaiserreichs, wurde zu Hochzeiten und Namenstagen der kaiserlichen Familie gespielt, bei deren Reisen durch die Provinzen des Reichs und zu diplomatischen Anlässen, beispielsweise während der Kongresse der Heiligen Allianz zur Zeit der Revolution der 1820er Jahre. Bei einem kaiserlichen Empfang in Lemberg, Lviv, im Jahre 1823 wurde der erste Akt aus Rossinis Elisabetta in deutscher Sprache gegeben, verbunden mit einem ländlichen Idyll in polnischer Sprache. Auf diese Weise verband sich die kosmopolitisch verstandene Botschaft des Kaiserstaats, eine italienische Oper in deutscher Sprache gesungen, mit der Referenz an das polnische Nationalgefühl der lokalen Eliten. Noch zur Hochzeit des Kaisers Franz Josef mit der bayerischen Elisabeth im Jahre 1854 wurde Rossinis Il Viaggio a Reims gegeben, zu dem Anlass jedoch umtituliert als Un Viaggio a Vienna. Die Hochzeit des italienischen Kronprinzen Umberto mit der Prinzessin Margherita von Savoy, in ihrem glamourösen Auftreten der Kaiserin Sissi kaum nachstehend, wurde hingegen mit Meyerbeers Dinora gefeiert, einige Jahre später in Turin. Meyerbeer, und zwar hier Il Crociato in Egitto, hatte auch als Krönungsoper Kaiser Ferdinand I. in Prag gedient, als er dort zum König von Böhmen gekrönt wurde. Die Stände konnten kein passendes Werk eines böhmischen Komponisten ausmachen. Weber war nicht mehr neu zu dieser Zeit, polarisierte vielleicht auch, während Meyerbeers Oper in Prag hochgeschätzt wurde. So wurden anlässlich der Krönung auch keinerlei Ausgaben gescheut. Schröder Devrient kam als Armando aus Dresden. Für 285 Personen auf der Bühne wurden aus edelsten Stoffe 320 Kostüme geschneidert, 10 Bühnenbilder neu geschaffen mit 129 Stück Requisite und noch nie gesehener Bühnentechnik, inklusive Schiffen und zahlreichen architektonischen Versatzstücken. Solche Pracht hat Prag noch nie gesehen, schrieb die Zeitung Bohemia. Und warum Il Crociato? Weil man die Stadt und ihre Eliten damit für das Krönungsereignis zu begeistern wusste und weil sich die Oper ideal zur Verherrlichung des Monarchen eignete. Aber eben auch, weil ein italienischer Meyerbeer die kosmopolitischen Ideale verkörperte, für die Böhmen, aber auch die Monarchie insgesamt standen. Solche Repertoireentscheidungen in einer Zeit, die wir teleologisch verfälscht immer noch so gerne als den Vormärz bezeichnen, werfen Fragen auf, wenn insbesondere die Vertreter meiner Zunft, der Geschichtswissenschaft, aber gelegentlich auch die Mitglieder ihrer Zunft, Oper im 19. Jahrhundert noch immer pauschal als Mittel der Verbreitung nationalistischer und antiimperialer Ideologien untersuchen, die im Gegenzug von polizeistaatlich-despotischen Imperien unterdrückt wurden. So liest Carlotta Sorba praktisch alle historisch inspirierten italienischen Opern des 19. Jahrhunderts als Mirror Images of Contemporary Austrian Domination, obwohl es doch gerade die Habsburger waren, die mehr zur Verbreitung dieser Werke beigetragen haben als jede italienische Theaterkommission. Philip Gossett behauptet anlässlich des Verdi-Jubiläums 2013, die österreichische Zensur wrought havoc on Verdis Operas. Ohne diese Akte der Zensur zu denen anderer italienischer Staaten, insbesondere Piemonts, in Bezug zu setzen. Zudem waren die ersten Opern, die nach der Revolution von 1848 unter den Habsburgern wieder auf die Bühne kamen, ausgerechnet die Werke Giuseppe Verdis, inklusive des Nabucco, die Oper, die doch angeblich die Mailänder zum Aufstand gegen die österreichische Herrschaft inspiriert haben sollte. In genau diesen Jahren wurde Verdi zum bevorzugten Komponisten des Kaiser Franz Josef, der bei den Empfängen anlässlich seiner Reisen durch die italienische Provinzen regelrecht auf Aufführung Verdis bestand. Diese Vorliebe hatte der Kaiser gemein mit Königin Victoria, die in jungen Jahren mit ihrem Lehrer Luigi La Bloche Rossini sang, später jedoch Verdi vorzog. Besonders deutlich treten uns die Widersprüche einer nationalistisch-antiimperialen Lesart der italienischen Oper am Beispiel von Rossinis Guillaume Tell vor Augen. Schillers Vorlage bietet sich selbstverständlich zu einer antiimperialen Lektüre an. Doch entspricht dies einfach nicht der Lesart des Publikums und der
imperialen Kulturpolitik des 19. Jahrhunderts. Die Habsburger machten gerade den Tell und hier vor allem die Ouvertüre immer wieder zum Paradebeispiel imperialen Glanzes, spielten ihn bevorzugt zu offiziellen Staatsakten, diplomatischen Empfängen oder immer wieder auch anlässlich der festlichen Eröffnung der spanischen Hofreitschule, obwohl diese ja eigentlich für eine barocke Tradition stand. Ausschnitte des Tells fanden in den kaiserlichen Theatern auch als Ballettmusik Verwendung. An dieser Verwendung des Tell als Teil einer kaiserlichen Kulturpolitik änderte weder der Verlust der italienischen Provinzen 1859 und 1866 etwas, noch der Ausgleich mit Ungarn. Wie können wir dann den Tell noch als anti-habsburgische Oper lesen? Eine Idee aus Viscontis Filmen aufnehmend, behauptet der frische Aufsatz einer Kollegin, dass die Venezianer nach der gescheiterten Revolution von 1848 den Platzkonzerten der kaiserlichen Armee mit Schweigen begegneten. Doch waren die Mitglieder der Musikkorps, wie auch die der österreichischen Verwaltung in Venedig, fast ausschließlich lokal rekrutiert. Italiener also, die zu einem großen Teil italienisches Repertoire spielten. Auch hier ist der patriotisch-antiimperiale Wunsch wohl Vater des Gedankens. Aus anderen Teilen der venezianisch-lombardischen Königreichs erzählen uns die Quellen, dass die Leute sogar verspätet in die Oper kamen, weil sie zuvor den Konzerten der Militärkapellen in der Piazza beiwohnten. In der letzten Ausgabe der Verdi-Perspektiven habe ich aufgrund neuer Funde im Staatsarchiv nachweisen können, im venezianischen Staatsarchiv, wie bedingungslos sich die kaiserliche Logotenenza in Venedig für die Opern, insbesondere Giuseppe Verdis, stark machten, selbst im Falle von La Traviata, die aus ganz anderen Gründen die Zweifel der Zensur hätte regen können. Doch die Habsburger bestanden förmlich darauf, dass die Venezianer ein Recht auf Verdis jüngste Oper hatten. So stand dann La Traviata zwei Jahre später auch auf dem Programm für den berühmten Venedig-Besuch des Kaisers und der Kaiserin, den Sie aus den Sissi-Filmen kennen. Diesem Besuch verdanken wir übrigens auch das Überleben meiner Quellen zur Premiere. In der entsprechenden Archivschachtel verstaubten die Dokumente zur Premiere über 150 Jahre vor sich hin, bevor ich sie dort durch Zufall entdeckte. Um diesen Abschnitt meines Vortrags kurz zusammenzufassen: Die Idee, dass die italienische Oper des 19. Jahrhunderts tatsächlich in erster Linie eine nationale und antiimperiale Funktion erfüllte, erscheint mir nicht nur eine etwas abgestandene, langweilige These, sie trifft vor allem auf viele quellenkritisch begründete Fragezeichen. Stattdessen verweist eine weniger ideologisch motivierte Aufarbeitung des Materials auf eine Idee von Oper als einer transnationalen und häufig eben auch kosmopolitischen Erfahrung. Kosmopolitismus bringt mich nochmals zum Meyerbeer, dem an Produktion und Aufführung gemessen bekanntlich bedeutendsten Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts. Und auch hier ist wiederum der italienische Blick von besonderem Interesse. Wie Anna Tedesco und Fabrizio Della Zeta gezeigt haben, sah in Italien vor allem Florenz viele der noch heute gespielten Werke nicht als französische oder deutsche Opern, sondern verstanden sie als Ausdruck des eigenen Anspruchs der Stadt als einer europäischen und kosmopolitischen Kulturmetropole. Da half es, dass insbesondere die Grand Opera über nationale Grenzen hinweg zu sprechen schien. Es war auf dieser Grundlage, dass ausgerechnet der Nationalist Giuseppe Mazzini in Meyerbeers Werken und eben nicht in den Opern Verdis oder Wagners die Musica del Futuro erkannte, eine Musik, die durch ihre kosmopolitische Sprache dem ethischen Anspruch gerecht wurde, die Menschheit zu einen. In seinen Notizen für die englische Ausgabe seiner Philosophia della Musica schrieb Mazzini, Meyerbeer moralized the drama, making it an echo of the world and its eternal vital problem. He is not a votary of the L'Art pour L'Art music, he is the prophet of the music with a mission, the music standing immediately below religion. Mit dieser Ansicht stand Mazzini nicht allein. Als Meyerbeer 1864 starb, pries der Pariser Ministrell den Meister kosmopolitischer Kunst. Tatsächlich hatten Meyerbeers historische Szenarien wenig mit einem Age of Nationalism gemein.
setzen sich kaum mit Ideen nationaler Befreiung oder völkischer Identität auseinander. Werke wie Le Prophète oder Les Huguenots scheinen eher auf Bruchlinien innerhalb der nationalen Gemeinschaften zu stoßen, wodurch sie gerade auf größere, darüber erhabene Menschheitsideale verweisen. Zu einem nicht unerheblichen Teil scheint sich die Oper im Zeitalter des Nationalismus der Idee nationaler Ideologie also zu verweigern, was mich zurückbringt zu meiner anfänglichen Infragestellung der Idee von Nationaloper. Wie bedeutend war die Idee von Nationaloper überhaupt für das 19. Jahrhundert? In den deutschsprachigen Ländern wurde eine solche Idee in erster Linie von einer relativ kleinen Gruppe von Propagandisten befördert, ohne bei Komponisten oder dem Publikum auf große Resonanz zu stoßen. Zudem schien unklar, was das Deutsche eines solchen Werks ausmache. Der Stoff, die Klangwelt oder die zugrunde gelegten Ideen eines solchen Werkes. Vor allem das Publikum zeigte an solchen Werken, wenn es sie denn gelegentlich gab, nur geringes Interesse. Wie Natalia Niklas für den Vormärz zu zeigen vermochte, zog es in der Regel das italienische und französische Repertoire vor. Unter den bekannteren Werken, die vielleicht als Nationaloper gelten könnten, findet sich Meyerbeers Feldlager in Schlesien von 1845, doch geht es hier um ein preußisches Vaterland und seinen König und nicht um eine deutsche Nation. Heinrich Marschners Kaiser Adolf von Nassau 1845 und Ferdinand Hillers Konradin der letzte Hohenstaufe 1847 passten eher in das Modell einer Nationaloper, stießen aber beim Publikum auf wenig Gegenliebe, obwohl sie den Bezug auf einen zukünftigen deutschen Nationalstaat erlaubten. Die Fürsprecher eines nationalen Erwachens auf der Opernbühne kritisierten Gaspare Spontinis Rolle als Hofkomponist in Berlin. Schließlich war er irgendwie Italiener. Obwohl gerade er mit seiner Agnes von Hohenstaufen, kürzlich zu sehen in Erfurt, aus dem Jahr 1829 ein Werk geschaffen hatte, das inhaltlich vielleicht noch am ehesten den Ansprüchen einer deutschen Nationaloper gerecht wurde. Die meisten dieser von Natalia Niklas untersuchten Opern gerieten jedoch schnell in Vergessenheit. König Enzio aus der Feder des Goethe-Enkels Walter Wolfgang von Goethe kam nicht einmal zur Aufführung. Bei der Bearbeitung historischer Stoffe aus dem Leben der Nation orientierten sich die Komponisten zunehmend an der französischen Grand Opera, was jedoch die Idee von Nationaloper untergrub. Nationalgeschichte bot sich also insgesamt kaum als Grundlage für die Oper an. Nach Wagners Tannhäuser 1845 erschienen Volkssagen eher geeignet, diese Rolle zu erfüllen, doch nur wenige Komponisten, vielleicht außer Wagner, versuchten sich daran. Auch polnische oder tschechische Nationalopern orientierten sich häufig gerade an Meyerbeer oder Wagner, ohne dass eigene musikalische Traditionen darin einfließen mussten. Selbst ein Thema wie die mythische Geburt der tschechischen Nation konnte problemlos von nicht-tschechischen Komponisten bearbeitet werden, wie das Beispiel von Konradin Kreutzers romantischer Oper Libussa zeigt, die der deutsche Komponist, wie Beethoven ein Schüler von Albrechtsberger, zudem nicht für Prag, sondern für Wien schrieb. All das verkompliziert unsere Idee der Oper in der Konstruktion von Nationen. Das bringt mich endlich zurück zum böhmischen Freischütz, der gleichfalls als Nationaloper kaum taugt. Forschungen zur tschechischen Oper und zur Oper in Böhmen konzentrieren sich meist auf eine angebliche Spannung zwischen deutscher und tschechischer Musik, ohne dabei die Bedeutung Webers, Meyerbeers oder Wagners für das tschechische Musikleben zu berücksichtigen. Oder auch die Rolle der italienischen Oper und hier vor allem die Rolle Rossinis. Doch auch Debatten zur deutschen Nationaloper haben hier wichtige Aspekte ausgeblendet. So hat sich die Forschung wenig Gedanken zum Handlungsort von Webers Freischütz gemacht. Wer im Alpsandsteingebirge wandert, kennt dort die Wolfsschlucht. Doch die böhmischen Berge, beinahe immer in Sichtweise, spielten in Webers Vorstellungswelt eine bedeutendere Rolle.
Diese Rolle Böhmens in der romantischen Imagination des 19. Jahrhunderts sollte man nicht unterschätzen, wenn wir über Webers Oper sprechen oder versuchen auszuloten, ob es denn eine deutsche oder tschechische oder gar keine Nationaloper war. Ein wichtiger Schlüssel zu dieser Imagination ist das Werk Caspar David Friedrichs. Martin Wehnert hat in einem frühen Band der Weber-Studien das Verhältnis zwischen Friedrich und Weber bereits kommentiert. Dem möchte ich hinzufügen, dass Weber sich des kulturellen Horizonts, den sein Publikum mit Böhmen verband, vollkommen bewusst war. Wenn Weber den Freischütz im böhmischen Grenzland lokalisierte, benutzte er eine Imagination, die viele seiner Zeitgenossen mit Caspar David Friedrich verbanden. Sicherlich scheint die Idee von Webers Freischütz als deutsche Nationaloper heute weitgehend überholt, vor allem deshalb, weil sie in erster Linie herausstellt, was spätere Generationen, hier vor allem Wagner und später auch Pfitzner, in Weber sehen wollten. Schon im Jahr 1843 sprach die Allgemeine Musikalische Zeitschrift vom Freischütz als einer rein deutschen Nationaloper. In dieser Tradition stehend behauptet Donald Henderson, dass the libretto's orientation undoubtedly derives from Herder's ethnic idealism. Der Schlüssel dazu, nach Henderson, ist planted in the subtitle of Kinds Freischützbuch, where he designates the work as a Volksoper. Für Henderson zelebriert dieser Begriff the spirit and significance of German folklore, ohne dass er sich hierbei hingegen dem tatsächlichen historisch-kulturellen Hintergrund Böhmens Bedeutung zumisst oder sich dessen bewusst ist, dass Herder seine Begrifflichkeit im Sinne der Humanität verstand. Gerade weil man solche ethnozentrischen Konzepte von Herder kaum herleiten kann, bemüht Henderson dann auch Tacitus, um zu erklären, was er mit German Folk eigentlich meint. Quellenkritisch würde ich sagen, ein problematisches Vorgehen. Das Klischee des Freischütz als deutscher Nationaloper scheint also weniger tot, als wir gehofft hatten. Zumindest außerhalb der deutschen Fachdiskussion. Weber hingegen wusste sehr gut, dass Böhmen, wo seine Oper spielte, nicht rein deutsch war. Diskussionen über Nation und Musik waren ihm auch auf philosophischer Ebene vertraut. Webers Bibliothek enthielt Rousseaus Dictionnaire de la Musique von 1782 und die Lettres sur la Musique Française. Und deswegen war er eben mit der Querelle de Buffon, mit Rousseaus Le Devin du Village eng vertraut und den entsprechenden Debatten über den Zusammenhang zwischen Nation und musikalischem Charakter. Viele dieser Debatten, die wir vielleicht als ein vorwiegend deutsches Problem der Oper im 19. Jahrhundert sehen, wurden von Webers Zeitgenossen als ein europäisches, ja vielleicht sogar als ein globales Problem angesehen. Beispielhaft zugespitzt in den Argumenten um die Tragödie Lyrique und die Opera Seria oder den Kämpfen zwischen den Befürwortern der Opera Seria und denen des sogenannten neuen italienischen Stils. Die Zeitschrift Die Muse, die vom Autor des Freischütz, Friedrich Kind, herausgegeben wurde, war ein wichtiges Forum gerade dieser Debatten, die sich hier eindeutig als ein transnationales Phänomen darstellten. Viele der Kritiker, die Rossinis Opern im Sinne einer italienischen Krankheit beschrieben, waren gleichzeitig passionierte Verfechter der Opera Seria und auch deshalb nicht automatisch am deutschen Singspiel interessiert. Wir wissen um die Streitigkeiten zwischen Morlacki und Weber in Dresden. Doch gehörte Morlacki gleichzeitig zu den Unterstützern der Wiederentdeckung von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion. Diese Konfliktlinien liefen also viel komplizierter ab, als sie manchmal in der Musikgeschichte dargestellt werden. Und sie lassen sich daher auch nicht auf nationale Kategorien oder Konflikte zwischen Nationalmusiken reduzieren, was ich als ein Problem dessen sehen würde, was wir im Englischen Methodological Nationalism nennen. Zudem ging es in der damit verbundenen Diskussion um ein Konzept von Nationaltheater, das sich auf Diderot berief und so in erster Linie um ästhetische im Sinne einer moralischen Erziehung. Diesen Hintergrund scheint insbesondere ein Teil der englischsprachigen Literatur nicht zu berücksichtigen, die diese Diskussion als eine rein ethnisch-völkisch motivierte Ideologie missversteht. Auf den Freischütz bezogen
war Friedrich Kind zudem keineswegs ein mystischer Romantiker, sondern ein Autor, der seine eigenen Wurzeln im Erziehungsdiskurs der Aufklärung sah. Das können wir aus seiner Zeitschrift rekonstruieren. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihre Aufmerksamkeit nochmals auf die böhmisch-tschechischen Elemente des Freischütz lenken, um zu sehen, inwiefern diese Perspektive die Idee des Freischütz als Nationaloper, deutsch oder tschechisch, tangiert. Ausgangspunkt sollte dabei sein, dass die böhmischen Bezüge der Oper und ihres Librettos in der Rezeption und Popularität des Werks als tschechischer Nationaloper eine wichtige Rolle spielten. Das Libretto des Freischütz beruht bekanntlich auf zahlreichen Quellen, doch die eigentliche Geschichte geht zurück auf eine echte oder vielleicht auch erfundene Serie von Gerichtsdokumenten der westböhmischen Kleinstadt Domažlice, zu Deutsch Taus, in der Nähe von Pilsen, aber in einer überwiegend tschechischsprachigen Gegend gelegen. Die Stadt spielt eine wichtige Rolle in den Ursprungsmythen der tschechischen Nation, weil die Přemysliden, die mittelalterliche tschechische Königsdynastie, dort eine befestigte Königsstadt errichtete und zu ihrem Schutz dort freie tschechische Bauern ansiedelte. Seit dem 18. Jahrhundert wurde die Geschichte des Freischützen in zahlreichen Märchen und Erzählungen verarbeitet, bevor sie dann zwischen 1811 und 1815 von August Apel und Friedrich August Schulze als Teil des fünfbändigen deutschsprachigen Gespensterbuchs veröffentlicht wurde. Die beiden Autoren waren über den Kreis des Dresdner Dichtertees mit Caspar David Friedrich, mit Tieck, Kleist und anderen Künstlern bekannt, die durch ihre Werke gemeinsam zu der in diesen Jahren bedeutender werdenden romantischen Verklärung Böhmens beitrugen. Dieser mit der Entstehungsgeschichte des Freischützen so eng verbundene historische Raum scheint mir gerade deshalb wichtig, weil schon bei der Wiener Premiere der Oper im Jahr 1821 die Zensur alle direkten Bezüge zu Böhmen aus dem Libretto herausstrich. Das richtete sich weniger gegen Böhmen oder mögliche politische Konflikte zwischen den böhmischen Ständen und Wien, sondern entsprach der üblichen Praxis der Theaterzensur, Hinweise auf real existierende Orte und vor allem auf dem Gebiet der Monarchie selbst zu streichen. Doch sollten auch die Nazis noch Bezüge zu Böhmen aus dem Libretto tilgen, um damit die Idee des Werks als einer rein deutschen Nationaloper vor möglicher tschechischer Vereinnahmung zu schützen. Die böhmisch-tschechischen Bezüge in der Oper spielten also durchaus eine Rolle für die Rezeption des Werks im negativen wie im positiven Sinne. Weber selbst war mit der Politik Böhmens innerhalb der Monarchie und damit auch mit der Wiederentdeckung der tschechischen Kultur und Sprache eng vertraut. Von 1813 bis 1816 stand Weber dem bereits erwähnten Prager Ständetheater vor, wo er auch regelmäßig als Konzertpianist auftrat. Die intensive Tätigkeit hielt ihn vom Komponieren ab, doch nutzte er seine Prager Zeit, um die tschechische Sprache zu lernen. Wie Caroline Krahn in ihrem Aufsatz für die Weberianer zeigen konnte, gehörte für Weber die Kenntnis fremder Sprachen zur Bildung eines ernsthaften Künstlers. Wir wissen, wie viele Stunden Sprachunterricht er nahm und welche Bücher er dazu benutzte und können daraus schließen, dass er ein durchaus guter und strebsamer Schüler des Tschechischen war. Das erlaubte ihm, Kontakte zu seinen tschechischen Musikern ohne Barrieren zu pflegen, aber auch in adligen Kreisen an die Renaissance der tschechischen Sprache und Kultur anzuknüpfen, was seinerzeit Teil einer wichtigen, nicht nur von den Tschechen beförderten, politischen Bewegung in Böhmen war. Die Übersetzung seines Freischütz in die, wie es damals hieß, böhmische, also tschechische Sprache, beurteilte er positiv. Er unterstützte es. Für ihn machte die Idee des Freischützen als Čaroschelec also durchaus Sinn, denn er war sich der tschechischen Elemente seiner böhmischen Oper durchaus bewusst. In einem Aufsatz für die Allgemeine Musikalische Zeitung brachte Weber 1815 seine Enttäuschung über das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Prag zum Ausdruck, doch bedachte er gerade das Theater mit freundlicheren Worten. Auch in einem Aufsatz für die Dresdner Abendzeitung sprach er mit Respekt über das Prager Musikleben. Schon vor seiner Prager Zeit hatte Weber eine Zeit in Breslau und Schlesien verbracht, direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Riesengebirges, dem Land, das vor den Einfällen Friedrich II. Zur böhmischen Krone
den Habsburgern gehörte. Als 18-Jähriger wurde er dort Direktor des Theaters in Breslau und blieb 2 Jahre. Dann ging er nach Oberschlesien an den Hof des Herzogs Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg in Karlsruhe-Pokotsch. Lange vor Prag war ihm die Kultur dieses Landstrichs und damit auch der Einfluss der slawischen Kultur somit vertraut. Während der Dresdner und Prager Jahre ging Weber gerne und häufig in den von Caspar David Friedrich gemalten böhmischen Bergen wandern, wohin er auch Ausflüge mit seiner zukünftigen Frau plante. Nicht nur Weber, auch Friedrich Kind pflegte enge Kontakte nach Böhmen und interessierte sich für das kulturelle Leben des Königreichs und dessen tschechische Geschichte. Während der Tage der Premiere des Freischütz weilte Kind in Teplitz, dem vornehmen nicht zuletzt durch die Begegnungen zwischen Beethoven und Goethe berühmten Bad, das auch Caspar David Friedrich und Weber während der Dresdner Jahre häufig besuchten. Diese kulturellen und historischen Bezüge über Staatsgrenzen hinweg erklären auch die schnelle und unkomplizierte Zirkulation des Repertoires. Von seiner Premiere im Berliner Schauspielhaus im Juni 1821 wanderte der Freischütz im November 1821 erst nach Wien, von dort bereits im Dezember nach Prag, dann im Januar 1822 über die Grenze nach Dresden, bevor es für eine erste Aufführung in tschechischer Sprache im Mai 1824 zurück nach Prag ging. Wenn sich Weber entschloss, dieses Böhmen zum Thema seiner Oper zu machen, stand seine Idee in direktem Bezug zur Rolle Böhmens in der Vorstellungswelt der Romantik, die Künstler wie Caspar David, David Friedrich und sein Dresdner Kreis beförderten. Die Zweisprachigkeit des Landes trug zu dieser Faszination bei, wobei das Tschechische häufiger als eine beinahe mythische Ursprache der Region gesehen wurde. Aber auch die Empfindung einer bemerkenswerten Nähe zwischen Zivilisation und Natur in Böhmen kam hier zum Tragen, wo der Wanderer feinste Renaissance-Städtchen und Märchenschlösser inmitten beinahe mondkratikartiger Landschaften entdeckte. Genau in solchen Worten beschreiben Weber, aber auch Caspar David Friedrich ihre Wanderung. Und Caspar David Friedrich spielte darauf in seinen Gemälden an. Sein unorthodoxer Ansatz, Natur zu malen, entwickelte sich in den Darstellungen böhmischer Landschaft zu einem eigenen Stil. Damit inspirierte er Ludwig Richter, Kersting, Carus und viele andere, die wie er alle das Riesengebirge, den Blick des Milleschauer von Teplitz aus oder die Berge im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet malten und damit die romantische Imagination Böhmens, auf die Weber sich in seiner Oper bezog, popularisierten. Das romantische Böhmen wurde so zu einer Modeerscheinung. Zwischen 1802 und 1836 unternahm Friedrich insgesamt 8 Reisen nach Böhmen, wobei er Bilder schuf, die einen in ihrer Symbolik auch heute noch überwältigen können, wenn uns die Mystik dahinter vielleicht auch fremd geworden ist. Ist es zu weit gegriffen, die Bilder Caspar Davids zum Schlüssel von Webers Entscheidung für eine böhmische Oper zu machen? Ich sehe hier Bezüge, die die Weber-Forschung nur unzureichend berücksichtigt hat, gerade weil die von Caspar David beförderte Mystifizierung der böhmischen Landschaft viel stärker in der Öffentlichkeit stattfand, als uns die Legenden um die Eigenartigkeit des Malers glauben machten. Als Beispiel dafür möchte ich die Debatte um den Tetschener Altar Kreuz im Gebirge von 1807-1808 anführen, den Sie aus der Dresdner Gemäldegalerie vermutlich kennen. Ursprünglich als Geschenk an Friedrichs vorpommerischen Landesherrn, den schwedischen König Gustav Adolf IV. Gedacht, gelangte das Bild später in den Besitz der Grafen von Thun-Hohenstein, in deren Schloss über der Elbe in Tietjen, zu Deutsch Tietjen. Obwohl Friedrich sich um kunsthistorische und ästhetische Debatten herzlich wenig scherte, entstand um den Tetschener Altar eine sehr öffentlich wirksame Kontroverse. Diese ging aus von Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdur, der das Altarbild für seinen mangelnden optischen Realismus kritisierte, wodurch Friedrich sich billig der modisch-romantischen Mystifizierung der Natur hingäbe. Ramdur zielte darauf ab, dass man die Berge und den Himmel aus der vom Maler eingenommenen Perspektive überhaupt nicht gemeinsam sehen könnte. Dafür müsste der Maler mehrere hundert Meter entfernt auf der Höhe der gemalten Felsen stehen.
dann wären hingegen die im Bild dargestellten Details nicht mehr sichtbar. Daher sei das Bild unrealistisch und mystifiziere die Natur. So geht die Debatte. Ramdohr war ein durchaus einflussreicher Kritiker, dessen polemische Intervention Heinrich Wilhelm Wackenroder im Jahre 1796 zu seinen Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders herausforderten, die häufig als Anstoß zur Begründung einer romantischen Bewegung in Deutschland gesehen werden. Wackenroder sprach darin dem künstlerischen Genie das Recht zu, mit allen Regeln zu brechen, was genau dem entsprach, was Ramdohr nun an Friedrichs Altarbild kritisierte. Ramdohrs Kritik führte hingegen dazu, dass wahre Massen neugieriger Kunstliebhaber aus Dresden und dem Umland das Werk im Atelier zu sehen kamen, von denen sich viele ebenfalls in Publikationen, Briefen und Zuschriften an entsprechende Zeitschriften dazu äußerten. Dieses öffentliche Interesse stand für das tiefgefühlte ästhetische Bedürfnis der Romantik, sich die Welt wieder zu eigen zu machen und sie damit von ihrer wissenschaftlichen Erklärbarkeit, die man zu Recht oder Unrecht mit der Aufklärung verband, zu befreien. Also wirklich eine romantische Bewegung. Nicht zuletzt im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden die böhmischen Berge zum Bühnenbild der romantisch verklärten Vorstellungswelt. Auf dieses große Thema der Zeit konnte sich Webers Oper direkt beziehen, wenn er sie denn als eine böhmische und nicht deutsche Oper schrieb, worin sich dann auch die Popularität seines Werks begründet. Zwischen 1817 und 1826 weilten beide Künstler, Weber und Friedrich, in Dresden, vermutlich ohne sich dort je getroffen zu haben. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was Weber über Friedrichs Gemälde dachte, obwohl dessen Felsenschlucht im Elbsandsteingebirge als eine mögliche Wolfsschlucht gesehen wurde. Wenn ich hier Bezüge zwischen Weber und Friedrich hergestellt habe, geht es mir darum, dass Friedrichs Böhm Webers Freischütz verhalf, als eine romantische Oper wahrgenommen zu werden, wozu aber unbedingt auch der tschechische Mythos gehörte. Diese böhmische Landschaft der Oper, und damit komme ich zum eigentlichen Thema dieser Vorlesung zurück, lässt sich nicht in exklusiven nationalen Kategorien erklären. Es gehörte zur romantischen Imagination, dass sich in Böhmen Kulturen und Sprachgemeinschaften und viele Schichten von Zeitlichkeit mischten. Damit passte diese Kulturlandschaft auch nicht in die politische Moderne, die wir mit werdenden Nationalstaaten verbinden. Das erklärt zum einen, warum gerade Webers deutsche Nationaloper so problemlos auch als tschechische Nationaloper fungieren konnte, aber auch, warum Oper im 19. Jahrhundert immer eine transnationale Erfahrung war. Ich danke Ihnen. Thank you.